Heute zeige ich euch, wie ihr euch Ethereum auf eure MetaMask Wallet transferieren könnt. Das Ganze tun wir heute auf Binance. Es geht natürlich auf Coinbase, auf KuCoin, auf Crypto.com. Also es geht überall, wo man auch Kryptos sich kaufen kann. Aber als Beispiel nehmen wir heute mal Binance. Wenn ihr noch keine MetaMask Wallet habt, würde ich euch empfehlen, das Video oben euch anzugucken, euch das ganz kurz einzurichten und dann weiter zu gucken. Auf jeden Fall gehen wir auf Binance und zwar auf Wallet und Fiat und Spot, denn hier seht ihr alle eure gekauften Kryptos oder Coins oder Tokens. Und in diesem Video wollen wir uns ja Ethereum angucken bzw. transferieren. Dazu gehen wir auf Ethereum und dann auf Withdraw. Und jetzt haben wir hier ein paar Auswahlmöglichkeiten bzw. wir müssen erstmal unsere Adresse hier eingeben. Und wenn ihr euer MetaMask-Konto erstellt habt, habt ihr hier eure Adresse, könnt ihr einmal mit Linksklick kopieren, ist automatisch kopiert. Das ist jetzt egal, auf welchem Netzwerk ihr seid, ob es jetzt auf der Binance Smart Chain, auf der Polygon-Netz oder Ethereum-Netz ist. Ja, die MetaMask-Adresse bleibt quasi immer gleich. Das heißt, das könnt ihr einmal kopieren und hier einmal anfügen. Was aber nicht egal ist, ist jetzt bei dem Network. Und zwar, normalerweise wählt Binance das bei den verschiedenen Coins automatisch aus, aber ihr müsst euch unbedingt erkundigen, auf welche Smart Chain das jetzt transferiert werden soll. Und Ethereum müssen wir logischerweise auch über die Ethereum Blockchain transferieren, über den ERC-20. Das ist quasi ein Muss. Wenn wir das theoretisch jetzt auf der Binance Smart Chain machen würden, dann haben wir jetzt hier schon eine Warnung. Und zwar, the network you selected is Binance Smart Chain. Please confirm. Und das heißt, falls ihr hier die Binance Smart Chain auswählt, dann wird, auch wenn ihr hier die Binance Smart Chain ausgewählt habt, euer Ethereum nicht aufgeladen sein. Das heißt, wenn ihr das Ganze mit der Smart Chain quasi jetzt transferiert, dann würden eure ganze Ethereum quasi verschwinden. Die würden dann nicht einmal auf eure Wallet landen, sondern die würden dann einfach nicht mehr existieren. Und es gibt auch keinen Weg, sie wieder zurückzuholen. Das heißt, passt wirklich auf und wählt die richtige Smart Chain für die richtigen Coins aus. Ja, wie gesagt, Ethereum brauchen wir die Ethereum Smart Chain. Und dann geben wir unser Amount ein, wenn wir hier Max eingeben. Dann können wir das Ganze withdrawen und das war's dann. Dann müsst ihr das innerhalb 5 Minuten auf eure Ethereum Mainnet Wallet draufgeladen sein. Und ihr könnt jetzt mit Ethereum alles machen, was ihr auch über die MetaMask Wallet machen könnt. Hier unten werden euch eure Fees angezeigt. Weil es jetzt über die Ethereum Smart Chain verläuft, da haben wir hier natürlich mehr Network Fees, als wenn es jetzt über die Binance Smart Chain verlaufen würde. Aber das müssen wir machen, weil Ethereum läuft nur über die Ethereum Blockchain. Das heißt, für den Transfer habt ihr halt leider hier viel mehr Gas Fees, aber anderen Weg gibt es nicht. Alternative wäre, euch Ethereum direkt auf MetaMask zu kaufen. Dann spart ihr euch quasi die Transferkosten. Dazu geht ihr einmal hier auf der Ethereum Blockchain, geht auf Buy und habt jetzt Auswahl. Könnt ihr hier per Wire oder über Transact kaufen. Das tut ihr einfach, wählt eure Kreditkarte aus, macht eine normale Einzahlung und dann kriegt ihr das Ganze in Ethereum hier eingespeichert. Das wäre auch eine Möglichkeit, ansonsten zeige ich euch jetzt noch, was ihr alles über die MetaMask noch wissen müsst. Falls ihr die MetaMask noch nicht habt, wie gesagt, geht ihr hier auf die offizielle Seite metamask.io und geht dann hier auf Download. Da habt ihr hier verschiedene Möglichkeiten über Chrome, über Firefox oder was auch immer. Geht über alles, könnt ihr theoretisch auch als App benutzen. Wir haben das jetzt hier aber als Desktop-Version und hier gibt es auch verschiedene Netzwerke. Ich habe jetzt hier beispielsweise einmal Ethereum, Binance Smart Chain und Polygon eingetragen. Ja? Habt ihr zum Beispiel Binance, das ihr transferieren wollt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, Binance Smart Chain reinzufügen. Übrigens, falls ihr wissen wollt, wie ihr euch die Binance Smart Chain im Netzwerk einrichtet, kann ich euch das Video oben empfehlen, da ist alles nochmal erklärt. Und dann sind halt eben hier die Coins aufgelistet, beispielsweise jetzt Binance und Cake. Die beiden Coins verlaufen über die Binance Smart Chain. Das heißt, die beiden Coins werden zum Beispiel nie in der Ethereum Blockchain aufgelistet sein, weil das eben zwei verschiedene Welten quasi sind, ja. Müsst ihr euch einfach vorstellen, jede Smart Chain ist auch ein eigener Coin, aber nicht jeder Coin ist eine eigene Smart Chain. Das heißt, wenn jetzt ein neuer Coin aufgelistet wird, muss er sich im besten Fall eine Blockchain aussuchen, indem er aufgelistet ist oder beziehungsweise kooperiert. Und das könnt ihr euch am besten per CoinGecko angucken. Sagen wir jetzt beispielsweise Everdome. Und hier können wir dann oben links sehen, dass der Everdome oder der Everdome Coin auf der Binance Smart Chain verläuft. Ja, das heißt, wir könnten uns Everdome theoretisch auf Binance kaufen und auch auf
der Binance Smart Chain transferieren. Somit haben wir hier dann unsere Dome gelistet. Ja, das ist ein Beispiel und CoinGecko ist hier wirklich ein gutes Tool. Hier könnt ihr euch alle Kryptos angucken. Ja, und dann sagen wir zum Beispiel hier Chainlink. Und dann steht hier, okay, Chainlink verläuft über die Ethereum Blockchain. Dann müssen wir es über Ethereum auch verschicken. Ja, so läuft das Ganze. Ansonsten könnt ihr euch hier jederzeit Tokens importen. Dann wählt ihr hier einfach ja, euer Token aus. Sagen wir zum Beispiel Link. Dann haben wir hier den Chainlink Token. Gehen wir auf Weiter. Import Token. Ja, und dann haben wir hier den Link, den Chainlink Token quasi hier auf der Ethereum Mainnet im MetaMask eingelistet. Und wenn wir uns jetzt Chainlink auf MetaMask übertragen würden, dann würde hier auch stehen, wie viel Chainlink wir haben. Und wie gesagt, erkundigt euch einfach, welche Smart Chain wie verläuft. Wie gesagt, Ethereum ist zum Beispiel sehr teuer, da gibt es teure Gas Fees, weil das System einfach noch nicht so wirklich ausgeprägt ist, wie zum Beispiel Binance oder das Polygon Netzwerk, denn hier sind die Gas Fees auf jeden Fall sehr billig. Und man kann sagen, das ist, ja, die Transferkosten sind fast nichts im Gegensatz zu Ethereum. Und nochmal wirklich aufpassen, denn falls ihr das auf das falschen Smart Chain verschickt, dann sind eure Coins futsch. Das heißt, ihr könnt die nicht mehr zurückholen. Einfach nochmal als Andenken, das heißt, wirklich vorsichtig sein. Ansonsten können wir hier nochmal auf die drei Punkte, auf die Account-Details gehen. Hier haben wir nochmal so einen QR-Code, das kann man theoretisch reinscannen, damit man hier diesen langen Code nicht reinschreiben kann, wenn man das nicht kopieren kann. Da kann man quasi den Code theoretisch einscannen, ja, quasi schneller oder griffbereiter haben. Hier können wir den Namen nochmal ändern. Ansonsten hier bei den Einstellungen könnt ihr noch einstellen, welche Währung ihr einsehen wollt. Ihr könnt hier einstellen US-Dollar, das ist normal. Über den Euro, machen auch wahrscheinlich viele, könnt ihr hier einstellen. US-Dollar ist eigentlich ja allgemeiner, deswegen würde ich das eigentlich immer präferieren. Senden könnt ihr natürlich hier euer QR-Code einsenden, auf welcher Wallet ihr das verschicken wollt. Oder ihr tragt halt hier eure Wallet-Adresse ein. Ich habe jetzt beispielsweise meine gemacht und dann würdet ihr hier Binance einwählen oder halt Cake, was auch immer ihr habt. Wie viel Binance davon? Ja, beispielsweise so viel Binance. Können wir auch weitergehen und dann wird der Coin auf der Wallet auch verschickt. Ansonsten können wir hier noch swappen. Sagen wir mal, ihr wollt eure Binance zu Dogecoin umändern. Da werden 4 Dollar in Dogecoin umgewandelt. Hier können wir noch die Slipperage, sogenannte Slipperage Tolerance einstellen. Das bedeutet, wenn quasi Binance jetzt innerhalb der Umwandlung um 3% steigen würde, dann würde hier die Transaktion abgebrochen werden, weil dadurch ein hoher Preisunterschied zustande kommt. Das kann man hier einstellen, wie viel man das haben will. Kannst du auch auf Custom stellen, sagen wir mal 10%. Ja, aber dann wird es auf jeden Fall durchgeführt. Das passiert eigentlich nur in den seltensten Fällen, deswegen kann man es eigentlich auch auf 2 oder 3% lassen. Dann swappt man das, dann hat man quasi von diesen kleinen Binance-Beträgen auch in Dogecoin quasi. Und falls ihr dann hier aus irgendwelchen Grund Dogecoin nicht seht, könnt ihr dann das gleiche hier machen mit Import-Tokens. Ja, auf der Binance Smart Chain ist es ein bisschen anders. Da müsst ihr hier die Vertragsadresse euch angucken und den Token-Symbol und die Dezimalangabe der Präzision. Das könnt ihr überall im Internet finden, ganz einfach. Schreibt einfach Dogecoin Import-Tokens oder geht hier einfach auf die CoinGecko-Seite unter Dogecoin. Ja, und falls es hier bei Dogecoin zum Beispiel nicht angezeigt wird auf CoinGecko, könnt ihr auch ganz einfach auf CoinMarketCap gehen, auf Dogecoin, und dann wird es euch hier angezeigt. Gedrückt auf das MetaMask-Symbol, Token hinzufügen, und dann wird euer Token hier auch eben aufgelistet. Das ist eigentlich alles, was man wissen muss. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, haut's rein und see ya!